Und ich habe auch viele Bücher gelesen. In meinem Elternhaus hat es keine Bücher Keine. gegeben. Ja? So, wie kommt jemand? Ja, ich habe hier, wenn wir zum Ja. Lebensintegrationsprozess kommen, ich habe einen Spruch mir rausgeschrieben, exemplarisch. Es gibt ja auch, also es geht um Traumata, die man überwindet, es geht um Erfahrungen, die man ins Leben integriert. Und auf Seite 260 schreiben sie über nie wieder Auschwitz. Und dass dieser Satz natürlich das Gegenteil von Integration ist, weil man irgendwas abkapselt und isoliert. Fand ich sehr spannend. Würden Sie das ein bisschen erklären? Da gehen Sie ja gleich ans heißeste Thema überhaupt. Aber gut, ja. Aber es eignet sich ja sehr gut zu sagen, was ist Integration und was ist Ja, bloße. wenn ich auf die, also zunächst einmal ist es so, wir reden ja jetzt über eine Zeit, die niemand von uns erlebt hat. Und was wir über diese ganze Geschichte wissen, das ist das, was uns beigebracht worden ist, aber niemand weiß, was wirklich war. Damit meine ich nicht die Fakten, sondern es weiß niemand, wie es in den Leuten innerlich ausgesehen hat. Ja, wir wissen da nichts drüber. Ich bin 1948 geboren und bin mit einem bestimmten Bild der Nazizeit aufgewachsen. Das Bild, mit dem ich aufgewachsen bin, war ein negatives Bild über die Nazizeit. In meiner Familie gab es niemanden, der dem etwas Positives abgewonnen hätte. Insofern bin ich da, so hab ich sehr viel Distanz dazu gehabt. Nun ist es aber so, wenn ich auf die Geschichte schaue, ist es so, Auschwitz ist ja etwas, was geschehen ist. Und das heißt, das gehört zu unserer Geschichte dazu. Und das Erste, was wichtig ist, wenn ich mache es mal von meiner individuellen, von der persönlichen Lebensgeschichte her. Wenn ich auf meine Kindheit schaue und sage, das und das darf in meiner Kindheit nicht gewesen sein, dann bin ich mit dem Kind in mir nicht wirklich in Frieden. Ja, in meiner Arbeit gibt es gibt ungefähr nichts Schreckliches, was mir noch nicht begegnet ist in der Arbeit über das, was Eltern und erwachsene Menschen mit Kindern machen. Und Kinder erleben fürchterliche Dinge. Ja, gleichzeitig ist es aber so, auch das Fürchterliche, was Kinder erlebt haben, gehört für den erwachsenen Menschen, der es gelebt hat, zu seinem Leben mit dazu. Und wenn er sagt, das darf nicht gewesen sein, dann spaltet er das von seiner Kindheit ab. Und damit kommt er auch nicht mit den positiven Seiten des Kindes in sich in Kontakt, sondern er schiebt seine Kindheit weg. Er spaltet sie ab. Und dann ist da sowas wie ein schwarzes Loch. Der steht nicht auf dem Boden seiner Kindheit. Und kollektiv, jetzt komme ich zu Auschwitz, ist das Gleiche. Wenn wir sagen, nie wieder Auschwitz, Auschwitz darf nicht gewesen sein, Auschwitz war ein Unfall, das war eine furchtbare Sache in der Menschheitsgeschichte, sowas darf nicht geschehen. Ja, und das darf nie wieder sein. Mit dem in die Zukunft projizierten, da will ich, das ist noch eine andere Frage. Aber zunächst einmal, dann heißt das, ich schließe Auschwitz aus der deutschen Geschichte aus. Und wenn ich etwas aus meiner Geschichte ausschließe, dann lebe ich nicht in meiner Wahrheit. Auschwitz gehört zu unserem Leben und zu unserer Geschichte oder das ganze Geschehen im Dritten Reich gehört zur menschlichen Geschichte dazu. Natürlich zuerst zur deutschen Geschichte, auch zur jüdischen Geschichte, das ist vollkommen klar. Es gehört aber auch für die anderen dazu. Ja? Und insofern ist dieser Satz nie wieder Auschwitz, ist der Versuch einer Abwehr von etwas, was man aus dem menschlichen Leben sozusagen raushalten wollte. Und damit lebt man nicht in der Wahrheit, denn das Abgründige, was in Auschwitz passiert ist, gehört auch zum Menschsein dazu. Das ist nichts Unmenschliches, sondern das ist etwas Menschliches. Ja, da haben, glaube ich, die meisten Menschen Probleme mit. Also vom christlichen Weltbild her würde man sagen, der Mensch hat gut und böse, hat diese sehr dunkle Seite. Bei Star Wars ist es eben die helle Seite und die dunkle Seite. Es ist in uns und Ja, wir identifizieren uns mit der hellen Seite, wobei noch dazu kommt, dass sich die Nachgeborenen hinterher mit der hellen Seite identifizieren und damit können sie sich reinwaschen, damit können sie sich gut fühlen, ja.
und wenn man dann seine Eltern verurteilt oder seine Großeltern verurteilt, ja, wenn ich auf meine Mutter schaue, ich meine zum Beispiel, oder meine Eltern. Mein Vater ist 1922 geboren, meine Mutter 1925. Und 1933 war meine Mutter 8 Jahre alt. Da war die gerade im zweiten Schuljahr. Kindergarten gab es damals noch nicht. Und das heißt, was die zum Beispiel als kleines Kind über die Juden gehört hat. Also da muss ich heute sagen, es ist ein Wunder, dass meine Mutter keine Vorurteile gegen Juden hat. Das ist eher ein Wunder, dass es so ist, War ja. Indoktrination. Weil sie ständig gehört hat, vor Juden musst du dich in Acht nehmen, ja. Und dass sie dieses Vorurteil nicht hatte, das ist ein Wunder, ne? Und dann kommen Leute, die 1960 geboren sind und verurteilen ihre Eltern. Das ist ein Witz. Das ist völliger Schwachsinn, ja. Das heißt nicht, dass die Taten richtig waren. Auf gar keinen Fall. Ja, das ist völlig klar. Ja, sie haben 6 Stufen in dem Modell, also Stufe 1 ist noch davor Ja. angesiedelt. Wir sind im Prinzip in der Einheit drin. Wir nehmen das, also vielleicht sagen Sie was zur Stufe 1 dort. Ja, also was in meiner Arbeit ist, ich nehme das sozusagen das körperliche Leben, das natürliche Leben immer als sozusagen Analogie. Ich arbeite sehr viel mit Analogien, ja. Es geht um den Geist und um das Bewusstsein, mit dem wir in der Welt sind, aber man kann das am besten ablesen, wenn man auf die körperliche Entwicklung schaut. Und die körperliche Entwicklung ist, die ersten 9 Monate finden im Mutterleib statt. Und im Mutterleib besteht noch keine Zweiheit von Kind und Mutter. Es besteht eine Einheit. Das Kind ist in den Organismus der Mutter eingebunden, rein physisch, und der Mutterleib hat die Funktion, das Kind so lange zu versorgen, wie seine Organe, das Herz zum Beispiel, das Herz schlägt ja schon am Anfang, aber wie zum Beispiel die Lunge, und viele andere und das Verdauungssystem, die funktionieren noch nicht. Und deswegen, das, was beim Kind noch nicht ausgebildet ist, das übernimmt der Organismus der Mutter. Und im Grunde genommen ist es so eine Art Einheit, also eine Symbiose. Das ist wie der Pilz am Baum, der vom Baum lebt. Das ist eine Symbiose. Und dem entspricht auch im Bewusstsein, das ist jetzt das Entscheidende, dem entspricht die erste Stufe unseres Bewusstseins, nämlich ein Bewusstsein einer symbiotischen Einheit. Und ganz viele unserer innersten Träume von Verschmelzung, beispielsweise in Liebesbeziehungen, haben etwas damit zu tun, mit dieser Einheit. Ja? Und auch so spirituelle Ideen von Einheit haben etwas damit zu tun, mit dieser Einheit, die wir im Mutterleib erlebt haben. Und dann ist noch etwas, das Zweite, was aus dieser Zeit ist. Das heißt, diese Symbiose heißt, es gibt noch keine Unterscheidung zwischen dem Kind und der Mutter, auch im Geiste nicht. Das hat ganz praktische Auswirkungen. Das hat zum Beispiel die Auswirkung, dass Kinder, die etwas älter sind als ich, die zum Beispiel im Krieg geboren sind, wo die Mutter im Bombenkeller saß und Angst hatte um ihr Leben, dass solche Menschen häufig eine unerklärliche Angst empfinden und viele andere Dinge. Das heißt, wir nehmen aus dem Mutterleib Erfahrungen mit, die eigentlich Erfahrungen unserer Mutter sind oder auch unseres Vaters. Das will ich aber jetzt nicht im Einzelnen erklären, führt zu weit. Wir nehmen aus dieser Zeit Erfahrungen mit, die unser Leben ganz enorm prägen. Ja, also Erfahrungen, die uns prägen, auch durchaus physische Erfahrungen, wenn die Mutter Angst hat im Ja. Bombenkeller, die irgendwo in uns reingehen. Das Kind, sagen Sie, kommt schon als etwas ganz Eigenes zur Welt. Da ist eine Art Persönlichkeit, die sich dann entfaltet. Naja, das ist noch mal, es gibt zwei Elemente, ja. Also sagen wir mal so, die konventionelle Psychotherapie, die versucht der Naturwissenschaft nachzugehen, und die hat so ein kausales Erklärungsmodell und führt alles auf solche Erfahrungen zurück. Das ist aber bei mir und in unserer Arbeit, im Lebensintegrationsprozess, ist das nur eine Seite. Die andere Seite ist noch etwas ganz anderes.
Sie haben mir mal in unserem Vorgespräch gesagt, Sie haben mit 15 Jahren Oswald Spengler gelesen oder 16. Ich hatte gehofft, dass er heute nicht zur Sprache kommt, weil, aber nein, Wir ist schon brauchen klar. nicht über, ich will nicht über Spengler reden, ja. Ja. Und Sie haben mir gesagt, das war für mich, da hat sich für mich meine Welt verändert Das war oder so ein sowas. Urknall, ja. So ein Urknall, ja. Ja, woher kommt das? Da hat sich vieles zusammengefügt, was vorher so rumflog in der. Sehen Sie, in meinem Elternhaus hat es keine Bücher gegeben. Ich schreibe Bücher, ja. Und wir sitzen hier in einer großen Bibliothek, ja. Und ich habe auch viele Bücher gelesen. In meinem Elternhaus hat es keine Bücher Keine. gegeben. Ja? So, wie kommt jemand, der aus einem Eifeler, es war also, wir hatten noch ein bisschen Landwirtschaft, aber es war kein Bauernhaus, mein Vater war Handwerker, meine Vorfahren, niemand irgendwelche über Volksschulbildung hinausgegangen. Mein Vater hätte sicherlich das geistige Potenzial dazu gehabt, aber es gab keine Möglichkeit. Und wie kommt es, dass man plötzlich, dass einem etwas begegnet und dann gibt es einen, Sie haben Urknall gesagt, dann knallt's und dann sagt man, mein Gott, das ist etwas, das ist für mich. Dem muss ich nachgehen. So, meine Erklärung ist, es gibt etwas in uns, das hat nichts mit unseren Eltern zu tun. Ich habe es mal irgendwo metaphorisch genannt, das ist der Same, den Gott in uns gezeugt hat. Nicht der Same, den mein Vater, der ist in mir verkörpert, ja, sondern der Same, den Gott in uns gezeugt hat. Das ist etwas, man könnte auch sagen, eine Berufung. Die Begriffe sind alle, da kann man alle an allen etwas rumkritteln, aber wo man führt, da ruft mich das Leben hin. Sagen wir mal so, das Leben ruft mich in diese Richtung und da muss ich hingehen. Ja, und solche Momente haben Sie erlebt, ich habe die später erlebt in meinem Leben. Und dann habe ich gesehen, wenn ich zurückblicke, das war schon als Kind in mir angelegt. Und das war dieses Gefühl, ich gehöre hier nicht so richtig dazu. Dieses Gefühl, ich gehöre hier nicht so ganz dazu. Ja? Und das ist etwas, was ich sozusagen unseren inneren Lebensruf nenne. Und in unserer Arbeit des Lebensintegrationsprozesses geht es im Grunde darum, dass man diesen inneren Lebensruf entdeckt und dann den Mut hat, dem zu folgen. Und das ist etwas, was das neugeborene Kind schon weiß. Aber es ist ein unbewusstes Wissen. Wir kennen alle das, dass man sagt, ach, eigentlich habe ich das alles schon gewusst, aber es war mir nicht klar, dass ich es wusste, ja? So, und das ist ein unbewusstes Wissen und das Liebe tragen wir Zuschauer, das mit, war der das tragen zweite wir Teil sozusagen des mit in diesen Interviews Prozess, mit in Wilfried diesen Nelles. Prozess. Der dritte Teil erscheint in Kürze.